heute wieder Baby in Yellow, aber dieses Mal selbst als das Baby. Und glaubt mir, das Ganze ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Deswegen schaut das Video bis zum Ende, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert. Und jetzt ganz viel Spaß. Und damit, Leute, herzlich willkommen zu einer erneuten Folge The Baby in Yellow. Und ja, ihr könnt es schon sehen und ihr alle habt wahrscheinlich auch den Titel richtig gelesen. Denn wir werden heute einfach mal für einen Tag lang selber als das Baby spielt. Also ich denke, ihr seht es schon. Wir haben links und rechts einfach die Arme vom Baby. Und es sieht doch alles ein bisschen anders aus, weil wir ja doch einfach ein bisschen kleiner sind, als ihr seht. Ich glaube, ich komme da gar nicht mehr rein, weil ich so klein bin. Wir müssen hier so auf den Sessel drauf klettern, so, damit wir hier gerade so ins Kinderbett reinkommen. Also ihr seht, es ist wirklich unnormal lustig. Aber ich muss sagen, am meisten bin ich gespannt, Leute, wie gleich das kleine Baby, also Lom, darauf reagieren wird, dass einfach so ein zweiter kleiner gelber Scheißer hier durch die Bude läuft. Deswegen, Leute, ich würde sagen, wir schleichen uns hier mal nach unten, ne? Einfach als das Baby. Ey, das wird halt so lustig, Leute. Ich werde einfach als Baby ein Baby sitzen. Also ihr merkt, das macht eigentlich alles gar keinen Sinn, aber ich würde sagen, ne? Wir gehen jetzt einfach mal runter und schauen, ob Lom schon... Wie er mich anguckt. Junge, er checkt gar nicht, was abgeht. Yo, was geht, Bro? Er denkt sich so, warte mal, bist du ich? Bin ich du? Ja, ich bin du und du bist auch ich gleichzeitig. Wir sind beide du oder sind wir beide ich? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich dich heute babysitten. Ich glaube, er hat nicht so Lust drauf, Leute. Aber egal, ich würde sagen, wir machen ihm hier erstmal seine Flasche. Das könnte aber tatsächlich sich ein bisschen schwieriger machen, weil wir tatsächlich halt ein bisschen kleiner sind. Das heißt, ich komme hier gerade so in die unteren Schränke rein. Wir könnten gleich den Backofen aufmachen, dann so auf den Backofen drauf und dann so hier drauf. Oh mein Gott, nee, da komme ich nicht hoch. Digga, wir sind heute echt ein bisschen eingeschränkt, sage ich euch ehrlich. Aber vielleicht können wir ja... Ah, guck mal, da ist die Flasche. Vielleicht können wir ja so hochspringen und die nehmen. Okay, das hat gerade so funktioniert. Ich würde sagen, wir... Er guckt mich die ganze Zeit so komisch an. Ihr checkt gar nichts. Hier, kleiner Lom, nimm jetzt die Flasche, ja? Ja, oh nein. Ich wusste es. Ich wusste es. Du willst dir wieder einkacken. Du kleiner Hosenscheißer. Hör auf, immer einzukacken. Hier. Ey, guck, wie das aussieht, Leute. Dass ich einfach als Baby ein Baby hier gerade halte. Das sieht so komisch aus. Lom, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Richtig. Ich wickel dich doch schon. Das könnte jetzt auch ein bisschen schwieriger werden, weil keine Ahnung, wie ich an den Wickeltisch hochkommen soll. Wir machen das einfach mal so hier. Hopp. Das ging daneben. Nochmal. Hopp. Hopp. Hält erstmal. Er fällt gleich runter. Egal. Warte, ich hol kurz die Windel. Bam. So, und... Digga, kann es nicht einmal einen Tag geben, wo er nicht immer abhaut? Also langsam nervt es halt echt hier, Lom. Dass du immer abhaust, wenn ich dich wickeln will. Willst du jetzt eine frische Windel oder willst du in einer Kacke sitzen bleiben? Was für, du willst sitzen bleiben? Du nimmst die jetzt, du Idiot hier. Ja, besser ist das. Und jetzt, du hast Hunger? Nein, du kriegst jetzt nichts zu essen. Bleibst du hier liegen? Ich verarbeite dich jetzt zu Hackfleisch, du Idiot. Wir gucken mal hier in die Spielzeugkiste rein, Leute. Ich hol mal hier mein, mein Flugzeug raus. Guck mal hier. Junge, was guckst du mich schon wieder so komisch an? Boing. Oh mein Gott, hör auf, so gruselig zu gucken, Alter. Junge, der macht mir echt Angst, der Idiot. Egal, Leute, ich würde sagen, wir bringen ihn jetzt hoch ins Bett. Digga, wir müssen einfach als Baby ein Baby sitzen. Hier läuft wirklich einiges schief. Aber egal, rein ins Bett mit dir, du Idiot. Und... Junge, du kriegst doch schon deine Geschichte. Ich muss nur erstmal hier hochkommen. Ich bin selber nicht so groß. Leute, das ist alles so falsch hier. Junge. Willst du jetzt eine Geschichte haben oder nicht? Junge. So, okay, dann gucken wir mal, Leute. Der Prinz und die Katze. Bla, bla, blub. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie vielleicht noch morgen. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Blibla, blub, blub, blub. Und Ende im Gelände jetzt hier. So, reicht das?
Oh, das reicht. Okay, er schläft, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt ganz leise. Wir schleichen uns jetzt hier als Baby raus. Junge, jetzt ist doch alles so dumm, weil wir so klein sind, Digga. Ey, es macht halt einfach alles gar keinen Sinn. Hier, ich komme nicht mal auf den Dachboden hoch. Ich würde nicht mal die Tür aufbekommen, weil ich einfach so winzig bin, Leute. Aber warte mal, wollen wir mal testen? Meint ihr, ich passe jetzt selber in die Waschmaschine rein? Also, da habe ich ja sonst immer einen Lom reingepackt. Aber vielleicht passt mir selber heute rein. Guck mal, Leute, meint ihr... Hey, bin ich drin? Warte mal. Nein. Es geht nicht. Ich bin immer noch zu groß. Hä, warum passe ich selber nicht rein? Hallo? Nee, jetzt reicht's mir. Wartet mal. Ah, es geht nicht, Leute. Egal. Ich passe wohl selber leider nicht in die Waschmaschine rein. Aber gut, ich würde sagen, wir springen jetzt hier ein bisschen durchs Haus. Und jetzt, wo Lom gerade am Schlafen ist, könnten wir das halt auch eigentlich mal ausnutzen, um hier mal ein bisschen den Weihnachtsbaum zu schmücken. Ich meine, Leute, Weihnachten ist zwar eigentlich schon vorbei, aber... Digga, ich bin halt so klein, ich komme nicht mal an den Baum hoch, Leute, ne? Es ist wirklich so dumm. Digga, da will man ja einmal den Weihnachtsbaum schmücken und dann geht das nicht, weil ich einfach selber ein Baby bin. Ey, Leute, wenn ihr das Ganze feiert, lasst mal einen Daumen nach oben da. Ich komme hier echt immer auf dumme Gedanken. Hier einfach selber als Baby... zu babysitten und das sieht alles so kacke aus. Ich krieg hier echt gar nichts geschissen. Ich glaube, ich soll wirklich einfach schlafen gehen, Leute. Ich setze mich jetzt hier aufs Sofa, guck ein bisschen Fernsehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Digga, ey! Nicht schon wieder! Ey, Leute, ne, ihr merkt, auch wenn ich heute selber als Baby unterwegs bin, es hat sich nichts geändert. Der Kleine schreit den ganzen Tag hier rum. Du kleiner Frechdachs, was ist dein... Oder wo ist der schon wieder? Willst du mich hier komplett versemmeln, oder was? Ist das dein Ernst, oder was hier? Wo ist dieser kleine Hosenscheißer? Lommisch, sag... Oh, nein. Oh, no. Nicht schon wieder! Oh nein, Leute, ich glaube, ich habe meine Babymod noch installiert. Der Kleine hat sich wieder geklont. Oh Gott, verdammt, Leute, jetzt bin nicht nur ich ein Baby, sondern jetzt sind noch ganz viele andere Babys hier. Und die denken sich alle gerade, warum bin ich du, wenn ihr schon ihr seid? Oder warum bin ich ihr? Ich meine, die könnten ja auch theoretisch ich sein, Leute. Also, wenn ihr versteht, was ich meine, aber eigentlich ist das egal. Ey, wisst ihr was? Ihr könnt mich jetzt alle mal. Ich gucke jetzt hier oben in die Geschenke rein. Der hat nämlich niemand ausgepackt, wenn ich mal hochkommen würde. Junge, ich bin so klein. Digga, ich komme nicht mal auf den Tisch noch, weil ich so klein bin, Alter. Okay, warte, wir packen das mal so aus. Oh, da ist ein Kreisel. Jemand einen Kreisel haben? Ne? Okay, dann halt nicht. Was haben wir noch da drin? Ein Furzkissen. Hier. okay, ich höre schon auf. Junge, hör auf, mich so komisch anzugucken! Bye, have a great time. Oh. Das wollte ich nicht. Egal, was ist noch hier drin? Oh. Mensch, was ist denn das? Das ist doch nicht einfach ein Hammer, oder? Ich will jetzt auf keine dummen Gedanken kommen, so, ne? Aber... Jetzt seid ihr dran! Boom! Digga, hast du mich gerade angefurzt? Jetzt reicht's dir komplett! Für wen hältst du dich, dass du mich hier anfurzen kannst? Warte ab, du Kleiner! Jetzt gibt's hier eins auf die Nuss! Leute, passt auf! Ich zähl jetzt bis drei und dann zauber ich eine riesige Toilette hin. Und dann schmeiße ich diesen kleinen Racker in die Toilette rein. Pass auf. Eins, zwei, drei. Bam. Da ist sie. Ich habe eine Toilette hergezaubert. Ja. Und da stecke ich dich jetzt rein hier. Da kannst du jetzt drin bleiben. Das sieht irgendwie nicht so aus, als würde ihn das groß stören. Junge, hör auf jetzt mich so anzugrinsen. Oh. Ich glaube, da kommt er erstmal nicht mehr raus. Wir müssen die Babys halt irgendwie ein bisschen beseitigen, Leute. Okay, den haben wir schon mal. Dich würde ich sagen, packen wir einfach in den Küchenschrank rein. So, fällt gar nicht auf. Du hier kommst einfach vor die Tür. Tschüss. Da sind immer noch welche. Okay, der schläft. Dann würde ich sagen, dich nehmen wir und dich packen wir. Kann ich dich hier oben aufhängen? Wird, dass er da oben in der Gardine, in dieser Galande da hängen bleibt. Junge, häng dich auf jetzt! Es geht nicht! Gott verdammtes Baby, komm her jetzt. Dann kommst du an den Backofen rein hier, da kannst du drin bleiben. Oh, das müssen nach hinten losgegangen. Okay, wir packen dich in den Kühlschrank rein, da kannst du drin bleiben. So, und dann haben wir nur noch dich und du, Du gehst ins Badezimmer. So. Hier ist noch ein Klo. Kannst dich hinsetzen. Rein mit dir. Rein jetzt!
Junge, ich treffe nicht. Wie, als wäre das so ein Ball. Junge, fall rein jetzt ins Klo. Ja, Balltreffer. Kann ich das Klo jetzt zumachen? Oder was ist, wenn ich jetzt spüle? Ich dachte für einen kurzen Moment wirklich, dass er komplett weg ist. Aber er ist wieder rausgekommen. Egal. Ja, aber ich will, dass er sich jetzt wieder draufsetzt. Und jetzt mache ich die Klobrille zu. Ich glaube, dem geht's nicht so gut. Aber egal. Da kann er erstmal drin bleiben. Das fällt schon keinem auf. So. Sonst noch irgendetwas, was ich aufräumen muss? Ich denke nicht, Leute. Gut, das heißt, ich kann jetzt ganz beruhigt hochgehen. Und mein Schlafzimmer ist abgesperrt. Super, danke dafür. Dann würde ich sagen, schlafe ich heute einfach in der Wäschekammer. Genau. Und ich würde sagen, ich mache jetzt die Augen zu und dann schlafen wir eine Runde. Junge, wer macht denn hier so? Junge, wir hörten da so laut Musik. Hey, Leute, du kannst nicht mal... Warum ist meine Tür auf? Habe ich die aufgelassen? Aber ist auch egal. Jetzt gibt es hier erstmal eine Ansage. Derjenige, der hier unten gerade ernsthaft so laut Musik hört oder was auch immer, kann sich jetzt hier erstmal gleich von mir erklären, warum. Wo sind die ganzen Babys hin? Wo ist das Baby aus dem Klo? Wo ist das Baby aus dem Kühlschrank? Aus dem Ofen? Aus dem Schrank? Habe ich das gerade wirklich? Habe ich die wirklich alle? Ich bin echt ein schlechter Vater. Beziehungsweise ich bin ein schlechtes Kind, weil heute spielen wir ja selber als Baby. Aber kann mir mal jemand sagen, wo meine ganzen Babys... Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Um Gottes Willen! Was ist denn mit euch passiert? Oh Gott, verdammte. Ah! Junge, was ist denn mit euch passiert? Wer hat euch dieses Kostüm angezogen? Warum habt ihr so große Köpfe? Oh. Damn, na, das kann nicht sein, Leute. Wir haben ein dickes Problem. Wir haben richtig viele komische Bienenbabys an der Backe. Okay, wartet mal. Ich nehme einfach was... Was ist das? Hä? Oh, warte mal. Warum geht das nicht? Oh, es geht. War das ein bisschen zu viel? Ich glaube, ich sollte dann mal irgendwas Produktives vielleicht machen. Und das wäre eventuell irgendwas, womit ich diese ganzen kleinen Hosenscheiße hier endlich rausbringe. Ich schaffe euch jetzt einfach alle zum Nachbar. Ich hab dich vergessen, ja. Stimmt. Tut mir leid. Ich habe so viele Kinder, weißt du, da bist du einfach untergegangen. Ich habe ein Baby draußen vergessen. Da war auch noch eins. Aber das ist gar nicht schlimm, weil... Ich war sowieso gerade dabei, euch alle rauszubringen. Genau deswegen packe ich euch jetzt hier dahin. Und da bleibt ihr einfach erstmal, ja? Da. Was guckst du schon wieder so komisch? Du kleiner Hosenscheißer, machst mir langsam ein bisschen Angst. Ich sag ehrlich. Ja, da kannst du auch rumheulen, ist mir egal jetzt. Ihr fliegt alle raus, alle zusammen raus hier. Das ist nicht länger euer Zuhause hier. Ihr könnt woanders einsehen, aber nicht bei mir. Guck, wie die Bude hier aussieht. Ja, okay, das war ich. Egal. Ihr geht raus jetzt hier. Ich halte das nicht länger mit euch aus. Raus jetzt hier. Ich meine, Leute, man muss als Vater beziehungsweise als Babysitter, muss man auch einfach mal konsequent sein, sage ich ehrlich. Da muss man die kleinen Hosenscheiß auch einfach mal nehmen und hier rauspacken, so. Nee, da brauchst du deine coole Augen auch nicht ausfahren. Die bringen ja auch nichts. So, raus mit dir. Ja, wie viele Babys habe ich eigentlich? Kann mir das bitte jemand erklären? Wo diese ganzen kleinen Hosenscheiß auf einmal hergekommen sind? Ja, du warst eigentlich mein Lieblingssohn. Wie, nee. Ich habe das gerade ernst gemeint. Aber wenn du das nicht so siehst, dann können wir ja auch gerne anders machen. Dann können wir ja auch gerne so machen, dass wir dich gleich einfach mal in die Waschmaschine reinstecken, ne? Ja, wie, hast keine Lust? Ist mir aber jetzt eigentlich egal, ne? Sag ich dir ehrlich. Kommst du rein jetzt? Nee. Sehe ich ein bisschen anders. Klappe zu, Affe tot. Ich glaube, dem geht's nicht so gut. Ich glaube, wir verstecken dich jetzt lieber. So, da sieht dich keiner. Bleibst erstmal da drin. So.
Leute, fällt gar nicht auf. Verdammt, er lebt noch. Ich dachte, er wäre tot. Okay, wir müssen uns vielleicht doch was anderes einfallen lassen. Wenn ihr vielleicht eine gute Idee habt, Leute, wie ich diesen kleinen Hosenscheißer ein für alle Mal losbekomme, könnte, dann schreibt es mal in die Kommentare. Aber ich würde sagen, ein Baby würde ich gern doch schon behalten. Ne? Deswegen, auch wenn er ein bisschen komisch guckt, ihr packt nicht ins Bett rein, so. Sag mal. Gehst du jetzt ins Bett hier? Du kleiner 31er! Der springt die ganze Zeit raus. Guckt euch das an. Wenn du jetzt nicht leichter... Okay, jetzt reicht's mir. Jetzt bist du zu weit gegangen. Noch irgendwelche letzten Worte, Kollege? Ja, ich dich auch. Junge, es ist doch dumm. Es ist... Ich habe ihn gerade einfach ein Weihnachtsoutfit angezogen. Aber sieht genauso hässlich aus wie vorher. Jetzt geh ins Bett. Digga, willst du mich hier komplett verarschen? Okay, wenn du nicht ins Bett willst, dann habe ich da auch noch eine andere Option. Entweder ich stecke dich hier auch wieder ins Klo rein. Hier. Junge, warum sieht das so komisch aus? Wartet mal. Was wäre denn jetzt nur theoretisch, wenn ich ihn jetzt größer machen würde, während er in einer Toilette sitzt? Bleibt er dann stecken oder so? Ich will es herausfinden. Gib mir eine Sekunde! Digga, was? Was zum Teufel? ja. Wie, du kommst nicht mehr raus? Das war mein Plan, du Idiot. Leute, er steckt in der Toilette fest. Du Idiot. Ja, was willst du machen, hä? Was willst du jetzt machen hier? Ich schieße jetzt mit einem Flugzeug ab. Bitte was? Hä? Jetzt reicht's. Basketball! Junge, er ist zu fett. Ich kriege ihn nicht raus. Er fällt nicht um. Ja, ich kann ihn nicht raus. Du steckst fest. Du bist zu groß. Leute. Er steckt einfach im Klo fest. Junge, hör auf, mich so anzugucken. Oh. Ich glaube, ich hab ihn umgekickt. Kann ich ihn jetzt tragen? Was um alles in der Welt? Digga, er ist viel zu fett, Junge. Er passt gerade so in meine Küche rein. Passt er in den Kühlschrank rein? Das sieht irgendwie nicht so gesund aus. Ich glaube, er bekommt keine Luft, Leute. Sollten wir die Tür lieber aufmachen? Ich glaube, er stickt gerade oder so. Nö. Du bleibst da. Und ich würde auch an der Stelle sagen, Leute, ich habe meine Arbeit heute als Babysitter sehr, sehr gut gemacht. Wenn ihr das auch so seht, lasst auf jeden Fall mal einen dicken Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren. Checkt noch unbedingt eins dieser beiden Videos hier ab. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen in einer neuen Folge. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.